Tada! Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht's um mein, ja, ihr wisst es, um mein Hass-Liebe-Projekt und zwar um meine alte Dusche, denn die wird heute rausgerissen. Leute, die mir schon ein bisschen länger filmen, die wissen ganz genau Bescheid, dass das Projekt mich so einiges an Nerven gekostet hat. Falls du es noch nicht gesehen hast, packe ich dir das Video gerne nochmal da oben rein. Kannst du gerne nochmal reinschauen, denn das war schon fast die Hölle. Und es sind so viele Sachen hier schief gegangen, die nicht so funktioniert hatten, wie ich das wollte. Und dennoch ist es so ein bisschen, ja, mit Wehmut verbunden, diese Dusche rauszureißen. Aber es muss einfach sein, weil diese ganze Ecke hier, die nimmt mir einfach so viel Platz weg. Es ist gut. Ja, es ist fast genau ein Achtel meiner Fläche hier im Van. Und das ist ziemlich viel. Und es ist am Ende halt immer irgendwie nur Stauraum. Man schmeißt einen Haufen Zeug rein und am Ende ist das Ding hier immer mega zugestellt gewesen. Zum anderen aber auch hat sich das alles so ein bisschen vergilbt. Es ist nicht mehr so schön weiß wie am Anfang. Also der Bootslack, der ist ganz schön gelb geworden. Deswegen würde ich den nicht nochmal empfehlen. Also ich würde es nicht mehr machen. Jedenfalls nicht für den Innenraum. Außenanstriche mag vielleicht alles gut und schick sein. Oder für dunkle Anstriche, wenn ich was, ja, was Braunes habe, wie die Decke oder so. Dann würde man das wahrscheinlich gar nicht so sehen. Aber wenn man natürlich weiße Sachen hat, dann ist das ja, einfach nicht so schön. Jedenfalls im Nachhinein. Das Bild, das werde ich vermissen, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen schade, dass das weggeht, weil, wie ihr wisst, liebe ich das Meer und ja, das wird mir fehlen. Vielleicht muss ich mir wieder sowas in Kleinformat holen. Aber gut, nichtsdestotrotz machen wir uns mal an die Arbeit und bauen hier alles ab und reißen jetzt die Ecke einfach raus. Also der Kleber für die Haken, der ist echt gut, also der hält. Macht man einiges kaputt, gut. Aber das kann ich später wieder abmachen und dann kann ich die Haken auf jeden Fall wieder nutzen. So ein Mist, das habe ich doch schon wieder alles für die Ewigkeit gebaut hier. Das ist alles, ja, geklebt. Das heißt, ich muss mit roher Gewalt ran und das alles abreißen. Gucken, was man davon danach überhaupt noch verwenden kann. Und was ich jetzt gesehen habe, ich muss halt sehr viel von meiner Zwischenwand hier, von meiner Luke wieder abnehmen, weil von den Paneelen die Schrauben genau hier hinter sind. Ja, gut. Hab halt nicht damit gerechnet, dass ich das wieder rausreißen werde. Oh. Macht also wieder ein Ticken mehr Arbeit als gedacht. So langsam Fortschritte, aber man merkt einfach wieder, es war für die Ewigkeit, denn die Dusche kriege ich auch nicht so einfach raus. Ich muss mein Fenster, meine kleine Luke, muss ich auch zum Teil abbauen, weil die Schrauben für die Wandpaneelen hier an der Seite natürlich hinter den Rahmen für die Schiebeluke sitzen. Also werde ich das auch alles schön abmachen müssen. Also wie es aussieht, werde ich hier komplett erstmal alles wirklich wild rausreißen müssen, um das alles, ja, um das alles restlos von der Dusche abzukriegen, weil sonst geht das nicht. Und dann kann ich die Wand wieder ordentlich aufbauen. Na gut. Naja. Hab halt keine halben Sachen gemacht, ne? Also ruppen wir mal weiter. Thank you.
alles draußen, was man hier in mühsamer, wochenlanger Arbeit reingezimmert hat, hat jetzt ein bisschen über 4 Stunden gedauert und alles ist weg. So, ich habe einmal die paar Nähen, wo die Elektrik hier dran geschraubt ist, die habe ich jetzt einmal mal hier drüben angeschraubt, dass ich die Elektrik weiter nutzen kann. Das ist mir ganz wichtig. Alles, was ich hier dran hatte, ist eigentlich zu 95-98% Brennholz. Ließ sich leider nicht vermeiden, weil anders habe ich es halt nicht abbekommen. Die Paneelen, die ich jetzt noch hier unten dran habe, die lasse ich heute noch dran, weil dadurch hält dieses Mittelbrett, soweit ich weiß. Das heißt, ich muss morgen nämlich in den Baumarkt, muss Paneele kaufen, die ich dann anstreichen kann, dass ich direkt auf dieser Seite weitermachen kann, weil das wird der erste Schritt sein. Die alten Paneele hier alles ab, das Fenster raus und dann einmal die Wand komplett schick, wieder mit neu gestrichenen weißen Paneelen, aber diesmal durchgängig bis hinten hin und dann das Fenster neu einsetzen. Ja, so der Plan, aber gut, dafür müssen wir dann erstmal in den Baumarkt Material holen. Und sonst, ja, eine Blende habe ich noch aufgehoben und zwar von hier oben, weil da habe ich nämlich schon mal den Ausschnitt. Den kann ich dann später übertragen und hier oben wieder einsetzen. Deswegen schmeiße ich dieses Teil mal nicht weg. Und die Duschwanne habe ich natürlich auch noch. Da muss ich mal gucken, ob ich die dann noch verwende oder wieder verwenden kann. Wie gesagt, das ist alles noch ganz schön angeklebt, das Zeug hier. Aber darum kann ich mich ja so nebenbei später mal kümmern, um das Ding wieder schick zu machen. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Jetzt ist erstmal wichtig, Baumarkt, Material holen und diese Wand machen. Ich habe jetzt alles an Material gekauft. Mein Gott, ist das teuer geworden. Unglaublich. 2 Packen Paneelen, Lasur und Farbe, 100 Euro weg. Egal. Jetzt muss das hier vorne alles ab und das Neue muss zurechtgeschnitten, angepinselt werden und wieder rangeschraubt werden. Ich werde jetzt aber nicht jeden Schritt zeigen. Also ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ich die ganzen Paneele anstreiche, weil ich glaube, das kriegt ihr ganz alleine hin. Ich werde euch wieder so einen Zeitraffer reinhauen, wie das hier weniger wird und gleichzeitig wieder aufgebaut wird. Und ich denke mal zwischendurch, wenn es hier oben ans Fenster geht, dann melde ich mich nochmal, weil für diesen Fensterausschnitt, da müssen wir mal gucken. Aber wir fangen einfach mal schön von unten an. Natürlich nicht so einfach wie erwartet, von wegen rausnehmen alles und alles wieder reinschrauben und fertig. Nein, ich habe bemerkt, wie viel ich hier schon wieder gestückelt habe. Klar, ich habe natürlich wieder viele Reste verbaut gehabt, auch beim ersten Mal schon. Dementsprechend ist das alles groß und geschnippelt und Lücke und Co. Aber ich habe mir gedacht, ich werde das auch gleich ausbessern. Eigentlich wollte ich das alles so übernehmen, wie es ist, aber wenn ich es ausbessern muss, dann habe ich mir überlegt, dann werde ich die Luke auch gleichzeitig ein bisschen größer machen. Das heißt, ja, auch jetzt wieder Reste, aber die Reste, die sind einfach größer und zwar sind die alle noch hinten vom Schwerlastauszug, so dass ich das hier wieder einsetzen kann. Ich muss mal gucken, ich habe nur noch ein bisschen Sprühkleber, habe schon 9 bestellt, aber der kommt erst in 2 Tagen. Das heißt, so langsam von unten nach oben arbeiten funktioniert. Aber alles, was rums Fenster ist, werde ich wahrscheinlich neu bekleben müssen. Also das werde ich dann wahrscheinlich erst in 2 Tagen weitermachen können. Aber dann wird die Luke vielleicht ein bisschen größer. Bin ja auch schon so 2-3 Mal durchgeklettert, wenn es geregnet hat. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen komfortabler. Und ich muss weniger schnippeln hier, weniger Brett wieder einsetzen und so weiter. Deswegen arbeiten wir uns mal langsam von unten nach oben mit dem, was wir haben.
eben noch alles offen und jetzt ist endlich alles wieder geschlossen soweit. Die Wand ist wieder zu, besser als vorher. Das ganze Stückewerk habe ich alles ordentlich gemacht und oben natürlich auch ein bisschen schicker alles gemacht. Jetzt geht es wirklich bis oben rein, weil hier oben soll ja dann irgendwann ein Fach rein. Aber dazu später mehr. Was ich verändert habe, das Fenster ist jetzt viel größer zum Vergleich. Hier ist meine Luke von vorher, die ich mal so hier so einsetze. Die hat ja so ein bisschen übergestanden. So, jetzt kann man ganz gut sehen, so viel größer ist das Fenster. Also gut eine Handbreit mehr auf jeder Seite. Dementsprechend passt das natürlich nicht mehr rein. Also brauche ich eine neue Schiebeluke. Ja, man hätte sagen können, gut, ich übernehme das wieder. Aber ich musste hier sehr viel rausschleifen. Falls ihr es nicht gesehen habt, packe ich das Video gerne nochmal hier oben rein. Weil die Mittellehne, wenn die nach oben geklappt wird, dann steht die natürlich so ein bisschen hier rein. So wie das Teil von dieser, ja, von dieser rechten Lehne hier, von diesem Sicherungsgurtkasten. Das steht natürlich auch immer ein bisschen rein. Und das wollte ich jetzt nicht wieder wegschleifen. Deswegen habe ich diesen Streifen, den ich vorher hier drin hatte, einfach weggelassen. Größer, mehr Licht rein, wenn ich die Luke offen lasse, ist also praktischer. Gut. Also machen wir eine einfache neue Luke. Ich denke mal, die wird genauso wie die alte, nur halt ein bisschen größer. Auf der Seite habe ich auch schon einmal alles komplett zugemacht. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, ja, aber wenn hier drüben Schränke und alles hinkommen, warum denn alles mit den Paneelen auskleiden? Hätte es nicht ein einfaches Brett auch getan? Ja, hätte es, aber ganz im Ernst, also so eine Packung Paneelen ist fast genauso teuer wie ein Brett, je nachdem, was ich für eins halt nehme. Ich hätte natürlich wieder das ganz dünnes nehmen können, aber das wollte ich halt nicht. Und ja, hier habe ich halt die Reste verbaut, die man so in der Wand jetzt nicht wirklich nutzt. Also da sind ja einige drin, wo immer Astlöcher sind, was in der Wand, finde ich, immer nicht ganz so schön aussieht. Und die Teile habe ich mir einfach direkt genommen und hier hinter. Deswegen habe ich die auch nur so anderthalb Mal mit ein bisschen Farbe drüber, also ist nicht ganz deckend. Hauptsache ein bisschen weiß, weil wie gesagt, das verschwindet ja hinterm Schrank. Und so sind wenigstens die, ja, die B-Ware-Teile mit den Astlöchern halt auch direkt verwertet. Gut. Und die Seite ist zu, aber jetzt machen wir die Wand fertig und kümmern uns um die Luke. Die Schienen, die sind mittlerweile trocken und fest und in der Zwischenzeit habe ich Maß genommen und einmal das Schiebefenster, Schiebetür, Luke, wie auch immer, ausgesägt und jetzt Daumen drücken, dass es auch wirklich passt. Ihr kennt mich ja, meistens ist es zu genau. Oh, vorne passt schon mal. Oh. Yes! Und es ist noch genügend Spiel nach oben und unten. Geil! Und von der Breite auch sehr gut. Wieder schön hier den Griff reingesägt, dass ich hier wieder besser auf- und zuziehen kann. Herrlich! Gut, dann muss die schicke Luke natürlich noch ein bisschen verziert werden. Dafür mache ich mir mal meine Markierungen. Ja. Einmal da. Und. Zack, einmal da. Denn hier möchte ich natürlich wieder so einen Rahmen draufkleben. Ja. So, genauso wie ich es hier hatte. Und dass ich halt oben noch genügend Spiel für die Schiebetür habe, habe ich die Linie angezogen. Macht die Sache natürlich ein bisschen leichter. Das heißt, ich werde mir jetzt noch so eine Profile zurechtsägen.
anstreichen, draufkleben und dann kommt noch ein Highlight. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall dranbleiben. Und alles, was ich wieder verwendet habe, packe ich natürlich wieder wie immer unten in die Videobeschreibung, falls ihr es nachbasteln möchtet. So, jetzt aber Endspurt. 2 Stunden später. Die Tür ist auch endlich fertig. Ich habe sie wieder von der Innenseite schön mit schwarzen Multen beklebt, dass von der Fahrerseite alles wieder schön einheitlich dunkel ist, dass man es nicht sofort erkennt. Ansonsten, ja, ich habe heute allgemein nicht so viel gezeigt in diesem Video, aber ich habe eigentlich alles genauso gemacht wie beim letzten Mal mit dieser Schiebeluke. Ich packe dir das Video gerne nochmal hier oben rein. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, guck gerne mal in dieses Video, denn da wird sich wahrscheinlich jetzt einiges erklären, denn da habe ich ein bisschen mehr gezeigt. Wie gesagt, es ist alles das Gleiche. Ich habe wieder hier Verblendungen dran geklebt. Ansonsten habe ich hier unten wieder meine U-Profile, die ich hier eingeklebt habe, wo die Tür drin auf und zu sliden kann. Ansonsten habe ich die Innenseiten wieder schön beklebt. Ich habe die Kante diesmal hier an der Seite nicht ganz so dick gemacht, so dass es nicht so klobig aussieht. Ansonsten finde ich, ist das wieder gut gelungen und damit ist die Wand zu 98% fertig. Hier oben muss natürlich noch eine Blende ran, quasi für das Fach hier oben, aber das kann ich erst machen, wenn ich die Decke gemacht habe. Dementsprechend ist das später. Aber ein Highlight habe ich natürlich noch, denn ich habe ja die Dusche rausgerissen und dementsprechend habe ich ja kein Strandbild mehr. Also mir fehlt ja so ein bisschen das Karibik-Feeling dann hier in meinem Strandhaus. Und deswegen habe ich natürlich ein Fenster mit Blick aufs Meer. Wie soll es anders sein? Ich brauche das halt. Und jetzt setzen wir das Fenster einfach mal ein. So, einmal unten, einmal oben. So. Und schon kann die Geschichte hier schön auf und zusliden. Also ich finde das wieder sehr schön gelungen, auch mit dem Rahmen. Ich finde den Abstand hier oben vielleicht ein klein bisschen zu groß, aber das kleine Problem war gewesen, das Bild sollte eigentlich ein Maß von 60-90 haben. Ja, ich habe natürlich alles schon schön vorbereitet, als ich auf die Lieferung gewartet habe, und am Ende kam raus, das Bild ist nur 56 hoch. Also muss ich ein bisschen improvisieren, kürzen, ein bisschen zusammenschieben. Aber ich finde, das passt ganz gut, auch mit der Lücke. Es sieht nicht so schlecht aus, wie ich am Anfang dachte. Und ja, ich habe schön Ausblick, so wie es sein muss. Da bekommt man direkt Bock zu baden. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Keine Ahnung, was ihr macht. Für mich ist auf jeden Fall das Video zu Ende, für euch auch. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und bis dahin immer schön in Bewegung bleiben. Ciao, und ich gehe jetzt ab ins Wasser. Oh!